bin Schweizer. Ich will bei uns hier in der Demokratischen Volksrepublik Korea einen Skilift bauen. So einen modernen mit 8er-Sessel, oder? Hände gut. Ich in der Mitte, dann links von mir einen frei, dann mein Modali, dann zwei vom Game-Dienst, dann rechts von mir wieder einen frei, und dann mein Skilehrer, und dann wieder zwei vom Game-Dienst. Ja, da passt nur noch einen her. Dann muss der, der führig ist, unten im Schnetz draufsäckeln. Mir ist langweilig. Wer kommt jetzt die Greta? Überkommen darum Besuch aus der Schweiz. Guten Tag, Herr Kim. Ah, grüß dich, Frau Del Ponte. Entschuldigen Sie die Verspätung. Probleme mit Chemiewaffen in Syrien und auf dem Weg zu Ihnen musste ich noch der chinesischen Führung diverse Sanktionen androhen. Was war's denn? Ja, pauschal. Ich kann mich nicht bei einzelnen Details aufhalten. Also, worum geht es? Jetzt nur nicht sprechen. Ja, zur Sache. Ich habe gehört, Sie wollen einen Skilift aus der Schweiz kaufen. Richtig. Hm. Ich habe ja seinerzeit in der Schweiz lehren Skifahren. Zahlt du Bodalenk, denke ich. Und jetzt möchte ich eben hier auch so einen Skilift kaufen und die Schweizer wollen nicht liefern. Und das verstößt gegen die Menschenrechte. Macht etwas, Frau Del Ponte. Ja, ich kann nicht für die offizielle Schweiz sprechen, Herr Kim. Ich bin mehr für die supranationale Ebene und für den Sopraceneri zuständig, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der zwingt die Schweiz in Knie. Nehmt doch mal ein paar Bundesräte in Beugehaft oder verschießt doch mal einen. Ausgeschlossen. Es sind schon genügend schwierige Leute im Kriegsverbrechergefängnis in Den Haag. Aber Wintersport kann man mir nicht verbieten. Stellt doch vor, ein Revolutionsführer, der schlittelt, das sieht doch lächerlich aus. Ja, ich stelle mir nichts vor, ich stelle fest, urteile und verhafte. Was wie nicht? Nochmal lasse ich ihn auch noch verschiessen. Meine Ex-Freundin zum Beispiel, die hat plötzlich auf Frack um den Maulen. Herr Kim, kommen wir auf den Skilift zurück. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Seid so gut, Frau Del Ponte, ihr seid doch Tessiner. Wir Randregionen müssen doch zusammen haben. Gut, ich verkaufe Ihnen das alte Funiculare von Lugano. Occasione 1A-Zustand muss abgeholt werden. Deal? Ew, ja. Ja, ich muss jetzt noch schnell Putin verurteilen. Er hat einen Schweizer Greenpeace-Aktivisten in Haft. Auf Wiedersehen. Bravo! Die machen das sehr gut, Frau Del Ponte. Ja, der Putin ist nämlich ein richtiger Diktator.